einen wunderschönen Tag euch. Ich zeige euch heute, wie ich meinen Komposteimer, meinen Humustroneimer, also meine Toilette, aus dem Wohnwagen in die Natur bringe. Und zwar, also das ist ein Farbeimer, weil der ist halt am praktischsten, so für unten drunter. Das sehen wir dann im Wohnwagen auch noch, wie das da reinpasst. Er passt dann vorne und hinten gut rein. Hier ist auch noch ein bisschen Kompost drin. Und es riecht sogar süß-säuerlich, erstaunlicherweise, dadurch, dass wir ab und zu EM drauf schmieren, sprühen. Also effektive Mikroorganismen. Und also riecht überhaupt nicht schlecht. Es ist blöd, dass man, ihr denkt vielleicht gut, dass man nicht riechen kann übers Internet, über Videos, aber es riecht wirklich einfach gut. Ja. Und das kommt jetzt hier in den Contiki, den habe ich letztes gemacht. Das brennt. So, jetzt ist das Feuer deutlich geringer. Schon was kleiner. Ich werde das jetzt gleich die Erde drüber ziehen und den Urin drüber kippen. Das ist ein bisschen wenig. Brauche ich das hier so 10 Liter, die man darüber, 20 darüber gießen kann. Den habe ich auch wieder mit Erde ein bisschen abgelöscht. Hier die Hacke. Habe ich hier einen Hackenkopf gekauft. In Spanien haben die immer so runde. Und hier einen Stiel mir zurechtgeschnitzt. Und naja, ich mache das jetzt hier mit einer Hand. Da sehen wir die Kohle. Und die grabe ich jetzt hier aus und dann kommt da der Eimer rein. Ne? Der ist ja schon mit Kohle gemischt. Das stinkt erstaunlicherweise überhaupt nicht. Also ich rieche gar nichts. Also wirklich nicht. Ich bin echt begeistert. So, das ist jetzt der neue Humusthron. Also der leere Eimer, wo unten schon mal die Streu drin ist, damit dann das Ganze auch nicht unten dran festklebt und der Eimer möglichst sauber wieder rauskommt. Und das ist unsere Streu zum Abdecken. Ne? Wie gesagt, da kommt ein bisschen Kompost dazwischen und so. Und dann ist das wie so ein leichter Bokashi. Und ja, wenn man jetzt keine Farm hat, dann kann man es natürlich auch so irgendwo im Grün. Wir haben noch viele Samen geschluckt, also von Bäumen, sei es jetzt Karob oder Cherimoya oder so. Und das kommt dann halt auch alles mit in die Erde und vielleicht wächst dann hier und da überall ein schöner Baum. So, und hier im Wohnwagen ist unsere Toilette. Und darunter ist der Eimer mit dem Streu. Und darüber kommt der hier dann. Der untere darf auch nicht zu voll sein, sonst da sitzt der jetzt hier gut drin. Der Deckel auf. Die Schaufel muss natürlich noch raus. So, genau, leider ist das mit der Kohle hier so ein bisschen einmal deswegen vielleicht, aber auch weil hier direkt daneben der Ofen ist. Und dann einmal von da oben. Jetzt drücke ich den Kamin einmal oben durch.
Jetzt muss hier noch ein weiteres Rohr dran. Jetzt kann das hier unten rein. Da war so ein bisschen Rost dran, das habe ich jetzt auch schon weggesaugt. Und aus diesen Rohren hier, die hier nicht so gesichert waren für die Fahrt, die sind halt auch ein bisschen durch die Gegend geflogen, ist dann halt viel Rost aus dem Rohr hier drauf und deswegen ist das jetzt leider so ein bisschen unschön geworden und nicht mehr so schön, wie es mal war. Also das ist ein bisschen ärgerlich. Genau, aber sonst ist natürlich auch hier nochmal schön mit dem Ofen. Ne? Hier kann ich auch noch Wasser kochen und Backofen kommt hier auch noch drauf, so ein faltbarer. Und das ist halt hier schön Fenster, man hat hier auch eine schöne Sitzsauna, also 70, 80 Grad. Hat sich schon aber ein bisschen auch die Wand verändert. Und hier hat man natürlich dann noch die Brennkammer.